So, da sind wir wieder zurück zu Batman Arkham Asylum. Und wie ihr schon sehen könnt, dieser Riesenbrocken vor uns. Ich habe letztes Mal gesagt, wir werden verkloppen. Das werden wir jetzt auch tun. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch klinge heute und auch in der letzten Folge. Ich war proben. Ja, hooray, das hört man auch. Aber das soll uns nicht abhalten, den Typ so richtig zu vermöbeln erstmal. Dieses mutierte was auch immer. So, Batman kann natürlich auch hier die schöne Flugrolle aus der vierten Klasse, die kann er natürlich noch in Perfektion. Und der Typ, der ist ganz witzig. Oh, ja, er wirft mit Waffen und trifft mich sogar mit Waffen. So, oh Gott, was mache ich denn? Wohin springe ich? So, jetzt aber. Junge, Junge, Junge. Na, sag mal, was machst denn du? Da war er nicht direkt. Von der Seite komme ich. Wollte gerade sagen, normalerweise, ich hatte in Erinnerung, dass er eigentlich viel mehr mit Waffen rumwirft. Ah, Mann, Mann, Mann. Mach dich mal locker jetzt. Was ist mit dir los? Oh nein. Was? Oh nein. Oh ja, natürlich. War sehr hässlich. Das war ein wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Chuck du Norris? Kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Komm her. Du wirst langsam zu ausreichen, Babette. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn du hier alles aufreißt. Nur sei nur so viel gesagt, es werden einige sein. Einige ziemlich coole auf jeden Fall. So. Oh, hey. Batman, ich bin hier drüben. Ja, hi, ich weiß. So. Ihr habt vielleicht schon gesehen, jetzt, wenn es gerade so schön aufpoppt, nutze ich einfach mal die Gelegenheit und stell mal ganz kurz das Combo bzw. das Upgrade-System vor, oder? Ihr habt vielleicht während dem Kampf links oben diesen weißen Balken gesehen und die Punkte, die da immer drauf laufen. Das sind im Prinzip, ja, in Anführungszeichen Erfahrungspunkte, die wir dann letztendlich zu Moves und zu Gadgets tauschen können. Hier diese Wayne-Tech-Upgrades. Ja, hier fülle die EP-Anzeige, um den Batsuit und deine Fähigkeiten zu verbessern. Wähle dein Upgrade im Wayne-Tech-Auswahlbildschirm aus. Das werden wir jetzt auch mal machen, weil wir haben 500 und sehen, was haben wir hier zum Beispiel? Spezialkombo-Wurf. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden und mehreren Gegnern Schaden zufügen kann. Das ist cool. So. Will ich haben. Oder hier zum Beispiel ausschalten, Spezialkombo. Also es gibt einiges. Es gibt hier Combo-Batarang. Kritische Combo, umgekehrtes Ausschalten, alles mögliche Zeug, da werden wir noch dazukommen, auf jeden Fall. Das werden wir uns noch zulegen. Mal gucken, ob es alles wird. Aber zumindest einiges. Rein hier, bevor noch mehr von Ihnen kommen. Ja, geh. Achso, ja, okay. Sie kamen oh Gott, wie siehst du denn aus? Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Würdest du bitte so okay. freundlich sein, diese Zelle anzurufen? Hier stimmt was nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Oh no. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert.
Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Auf deinen Blog wahrscheinlich. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist, die Tür zu öffnen, durch die du kamst. Ich habe grüne Haare und ein dummes Lachen.de. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Oh, schau an. Eine Riddler-Trophäe. So. Auf der schönen Übersichtskarte sieht man jetzt auch, okay, wir müssen da lang. Gut. Also raus, links und rechts. Das war's auch schon. Das sollte ich mir gerade noch merken können. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat einen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Okay, Frank Bowles. Das ist nämlich der Wärter vom Anfang. Wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Aus einer schwierigen Lage? Also, wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Ich hoffe, das tut weh, du Schwein. So. Zack, mit dem schnellen Batman in die Füße und dann geht's auch schon los und er weiß gar nicht, wie es ihm geschieht, da ist er schon K.O. Siehst du mal. Oh ja, lass es dir auf der Zunge zu gehen. Das ist Batman. So sieht's aus. Der und kein anderer hat dir gerade seinen Stiefel den Rachen runtergeschoben. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Ja. Auch noch ein Feature von dem Game, auf jeden Fall. Im Detektivmodus kann man hier, wie steht auch oben jetzt dran, Beweisscanner. Das heißt, manchmal muss man einfach Spuren von Leuten verfolgen. Das kann man anhand von privaten Gegenständen, die sie fallen gelassen haben, machen. Und dann legt sich im Prinzip... Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Wie hier die Flasche. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ja, Moment, mal scannen. Wie man gleich sehen wird. Spuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Richtig. Wie er gerade schon gesagt hat. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Wird die Spur gelegt, so wie hier. Das heißt, ich folge jetzt eigentlich im Prinzip der Alkoholspur. Und kann damit dann das Ziel finden, das ich will. Oder, das heißt, das ich will, dem der Gegenstand eben gehört. Halt. Ja, hier lang. Da lang, alles in schönem, schönen Lila hier. Wunderbare Beleuchtung. Dampfortung. Sicherheitsassistent, dass es so heißt, ist auch witzig. Dampfortung. Wer kennt sie nicht? So, erstmal hier die bisschen Batarang-Nuts. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein Achievement dafür. Ja, 50 Gebisse oder so. Wird man ja mal sehen, ob da noch was kommt. Bist du ein Freund oder Feind? Du bist ein Freund. Das ist das Problem, man kann halt die Leute nicht wirklich erkennen. In dem Detektivmodus, ob sie Freund oder Feind sind. Das ist ein bisschen schwierig manchmal. Hallo. Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Ich würde da so lachen, wenn sie jetzt mit voller Geschwindigkeit und Gesicht gegen die Decke knallt. Oh, die hat einen Anzug kaputt gemacht. Das gibt Rache. Sag mal, was ist passiert? Die Pfanne ist weg, Batman. Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen.
Ja. Das denkt auch nur sie. Weil wir haben ja unsere schönen Gadgets. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Oh, ein Tonband. Man findet immer mal wieder im Spielverlauf Tonbänder, die auch die Hintergrundstory zum Spiel ein bisschen näher erläutern. Wie hier zum Beispiel, dass Harlequin sich im Prinzip Zugang zu Arkham verschafft hat, indem sie sich als Krankenschwester beworben hat. Das erklärt so noch immer mal ein bisschen weiter den Hintergrund vom Game. Wir werden uns aber auch nicht alle Tonbänder anhören. Mal zwischendurch immer mal wieder eins, denke ich, aber alle wäre auch einfach zu lang. Weil es gibt wirklich einige im Spiel. Ich weiß, du kannst mich hören. Ich habe hier was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem Halbmann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Sachen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey Frank, wo warst du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her. Wir sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell. Verdammt, kommt schon sicher den Haupteingang. Wie viele sind es, Bowles? Na, hoch da. Bowles! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Und darüber. Quinn, ist es sicher? Legen Sie Ihren Arsch hier rüber. Du bist mir einer Freund. Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben. Oh. Ach Gott. Schlafe nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Wo bin ich denn hier gelandet? Ah ja, also wie gesagt, Joker lässt auch im Hintergrund immer mal wieder Livestreams in Anführungszeichen laufen, mit dem man mithören kann, was an anderer Stelle gerade passiert. Ja, und wir klären jetzt erstmal darüber und verfolgen sie. Oh, es ist ziemlich hoch, ich habe Höhenangst, das ist nicht gut. Und da auch noch rüber, sehr gut. So. Der Weg ist weiter als man denkt. Ja, ja. Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A6. Moment mal. Bin ich gerade im. Oh nein, jetzt habe ich mich verlaufen. Verdammt, Moment, wo war ich? Warnung. Multiple Sicherheitslücken. Ah, hier, da muss ich hoch. Genau, hier muss ich hoch. Jawohl, hier bin ich richtig. Jetzt habe ich mir gerade ein bisschen verzettelt hier, aber wir sind wieder auf der richtigen Spur und weiter geht's. Umgebungsanalyse. So, was man auch immer wieder findet, sind Nachrichten, die man entschlüsseln kann. Und ja, im Prinzip sind es wie hier zum Beispiel. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Genau. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Oh, Moment. Meine Geschichte ist die Klappe. In die Seele geschnitzt. Und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Oh, halt die Klappe. Ja, super. Bis ich drin war, hat er schon aufgehört. Okay. Ja, also im Prinzip auch wieder Hintergrundinformationen zum Game und ähnliches. Ja, und die Fledermaus! Die Fledermaus, sehr richtig, mein Freund. Das hast du gut erkannt. Was ist passiert? Siehst du? Er war so überwältigt, dass er nicht mehr gemerkt hat, was passiert ist. Niemals holst du dir die Stange. Ja, die Gegner benutzen auch die Umgebung. Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Ha, sehr witzig, ja. So, und damit beenden wir diesen Teil erstmal. Bis dahin, haut rein.